So, da sind wir wieder bei Final Fantasy 14. A Realm Reborn! A Realm Reborn. Perfekter Start. Alter, wer hat den Attack? Welcher Hurenbastard? Welchen den beiden? Ja, in der halt tot ist. Jetzt lass switchen auf W, damit die beide Schaden machen. Beste Kampftechnik. Ja, ist doch sonst so langweilig. Peter kommt schon mal nicht mit Raiden. Boah, ich weiß ja früher, das war so geil, immer die Raids. Mit Zul'Goro beide gleichzeitig runterprügeln. Es gab ja auch bei einem Boss die Russentaktik. Was war das denn? Russentaktik? Ja, weil da hatte irgendein russischer Streamer, glaube ich, hatte das gemacht. Leroy? Nein. Leroy! Hatte bei dem einen Boss, wo man eigentlich erst vier so Drachen-Ads außenrum getöten musste, damit, weil die während des Kampfes nach einer Minute kommen, musste man die halt erst vortöten, aber irgendwann später hatte man schon besseres Equip und dann hat er die Taktik erfunden, dass man einfach direkt auf den Boss geht und den Drachen vor, bevor die Minute um ist, getötet hat. Lol. Indem er alles draufhaut. Das war lustig. So, und dann kriegt er so einen Namen? Ja, im deutschen Bereich zumindest schon. Die Russentaktik. Raus da. Ah, Hilfe. Entscheide dich doch mal, wo du stehst. Schlaf den noch mal ein. Jetzt Wen? Muss ich den anderen mitpolen. Ja, der Mann, der dahinter steht vielleicht. Ja, sag das doch. Ich brauche Anweisungen. Abbruch. Du bist der Tank, Manu. Du musst uns führen. Führe uns. Wer schläft denn jetzt hier? Ah, da, ja, der. Knappe vor dem Heiler. Hier, hau den an. Okay, dann schläf vor den anderen ein. Und Y schläft jetzt. Ich habe genau noch kurz bevor er eingeschlafen ist, letztes Mal reingestochen. Ja, hatte genau gepasst. Brutal, ey. Das mache ich bei der Freundin auch immer. Ach, Peter. Kurz bevor die eingeschlafen ist, nochmal reinstechen. Nee, man wartet, wenn schon ein bisschen geschlafen hat. Ah ja, so geht das, ne? Stimmt. Tolle vergewaltigen. Nee. Die wollen das ja auch. Ja, eben. Die legen ja schon so, die Bitch. Genau, was legt sich die Fotze denn hin, hä? Was ist los? Nur weil sie mein Schlafmittel gegessen hat. Ja. Warum schläft die eigentlich breitbeinig immer? Komisch. Magische Barriere, du bist zu weit entfernt. Das geht nicht. Warte, guck mal, Suki M kennt was. Die hüpft da hinten. Lol. Hallo? Hallo? Oh, da ist noch mein Kleinod des Ketzers. Alter, lass die mal wegklatschen. Lass die mal weg, Kleinoden. Alter, lass mal ihm den einschläfern. Den Limitrausch heben wir uns aber auf, bitte. Ja, hinten links. Limitrausch machst du ja eh, weil auf Einzelgegner sind euch besser. Alter, ernsthaft, was geht hier ab? Wen hau ich? A? Such dir einen aus. A hab ich Aggro. Such dir einen aus. Ausgesucht. Dann hast du Aggro. Ich hau mal mit auf A drauf. Jo. Oh, das tut voll weh. 12 Sekunden ist er noch am Schlafen, sehr gut. Mein Gott, der hat ja fast einen festeren Schlaf als Manu. 5 Sekunden noch, wird erneuert. Und ja, Schlaf, das war jetzt auch bezogen, dass du meistens den ganzen Tag über schläfst. Das macht doch keinen Sinn. Doch. Ja, es macht Sinn. So, hast du davon, Manu. 2 gegen 1. Genau, und weil die Mehrheit das sagt, muss es stimmen. Genau, nur weil die CDU gewählt wird, weil die alten Männer alle zu behindert sind. Das war auch toll. Frauen. Ich habe ja ein paar Folgen, wo die Audiospuren fehlen. Ja. Und dann haben Leute geschrieben, ich soll einfach dich nach der Audiospur fragen. Obwohl du gar nicht aufgenommen hast. Eigentlich letztendlich. Ja, stimmt. Weil wir ja abwechselnd aufnehmen. Wie soll ich dich dann bitte nach der Audiospur fragen? Ihr fragt mich doch einfach. Ja, und dann 60 Leute voten es einfach hoch. Denke ich mir, okay, 60 Leute scheinen etwas... Danke für den Tipp. Ja, danke, daran habe ich noch gar nicht gedacht, Manu nach der Aufnahme zu fragen, die er gar nicht hat. Ihr habt wohl vergessen, dass wir abwechselnd aufnehmen. Was, die nehmen nicht gleichzeitig auf? Ich habe immer die Aufnahme an. So, mach mal weg da. Da hatte ich Glück bei Dead Rising, dass ich da aufgenommen hatte, obwohl Sebastian dran war. Weil Sebastian seine Parts wurde irgendwie gelöscht. Ja, irgendwie sollten wir schon die Audiospuren immer gegenseitig aufnehmen für solche Probleme. Ja, mindestens. Aber wenn wir alle drei alle Parts aufnehmen, haben wir halt auch massig Videomaterial.
Mach mal weg, die Barriere. Boah, du hast deine Hand da dran WTF. Alter! Ernsthaft? Sind nur vier, ich mach den Priester da hinten. Priester schläft in ein paar Sekunden. Ja, das wäre das Sinnvollste. Jetzt. Kann er mich mal hier... Ich kümmere mich um einen einzelnen Totengräber, weil ich denke... Ich gehe auch auf den I. Ja, ich denke, wenn wir die einzeln schnell runterhauen, dann muss Manu nicht so viele gleichzeitig denken. Boah, ist da ätzend, ey. Siegesruhm 3. Also dafür habe ich noch zu wenig tolle Skills. Ich gammel hier ein bisschen mit Octavio rum. Beim Privatpriester. So, der G ist down. Ja. Und jetzt H. Oh. E ist aufgewacht. Schlaf E. Nein. Wir sind alle anderen tot. Okay, kostet ja nichts. Wie mich das immer aufgeregt hat mit dem Schieben früher, ne? Boah, das ist eine Oktave. Was ja, oder der Schurke, der da immer hinterkrabbeln musste. Oh, fuck. Ja, das geht ja noch. Das Schieben macht das Vier wieder voll. Ah ja, stimmt. Fand ich mal PvP mal kacke. Wenn ja. Ich das Schieber. Muss man nur einen Freund im Feindesteam haben. Ja, genau. Heil mich! Manu, raus da! Ich hab ihn einfach gestunt. Boah, super gut. Ja. Stimmt, könnte ich ja auch machen. Boah, voll krass. Obwohl, ne, schaffe ich nicht, bis mein Zauber durch ist. Warte, WTF, du willst ja wohl nur einen Zauber durchkriegen in der ganzen Zeit. In der Zeit, wo das Dreieck ist, da brauche ich, glaube ich, zu lange für. Ach so. Du brauchst aber eigentlich recht lange für das Dreieck. Also, ich kann es jetzt nicht wegmachen, ne? Weil die Fähigkeit hat halt ewig lang Cooldown. Oh, nicht genügend MP. NP. Ich mach mal Ding. Nein, Limitrausch noch nicht erst beim Endboss, ne? Ja, genau. Warte, das ist nicht der Endboss? Komm, ich glaube nicht. Wir haben davon schon ja nur zwei weitere getötet. Ja, aber der hat ein J vom Namen, ja? Nach dem Namen. Ach so. Aber der hält ein bisschen mehr aus, glaube ich. Ja, fertig. So, ich mach den hier. Ich mach die Mitte. Genau, er lootet erstmal. Nein, jetzt kommt ein Film. Die Brücke fährt hoch, genau da, wo wir stehen. Boah, das ist typisch Final Fantasy sowas. Und dann kommt irgendwas aus einer schwarzen Kugel heraus. Sauron. Meister Yoda. Cthulhu. Oh. Das sind die Viecher aus Doctor Who. Du kommst hier nicht vorbei. You shall not pass. Heute gut, was ist das? Magier. Gürtel. Bedarf. Gier. Los, gib mir. Ich will auch was haben. Großkönig Galwand. What? Maxwell hat den gekriegt? Du Homo fürs. Errungenschaft. Scheiß Tank. Wir haben Errungenschaft, wir können raus. Genau. So. Jetzt stunnen. Und Limitrausch. Limitrausch. Guten Angriff. Piu, piu. Okay. Voll cool. Hat ein bisschen Schaden gemacht. Wir haben zwei Limitrauschbalken jetzt, WTF. Lol, warum das denn? Was ist geschehen? Tja. Vielleicht werden wir das öfter machen. Mein Limitrausch war halt so erfolgreich. Oh, die Imps, auf die Imps. Er ist unverwundbar. Auf die Imps. Auf die Imp. Unauffälliger Imp. Ja, total. Stimmt. Unauffällig. Mit dieser lila Leiste ist das ja unauffällig. Lila Strahl aktiv. Was ein Noob, der braucht ein Gottesschild. Gleich macht er noch den Ruhestein. So, jetzt reicht's aber auch mit Andeutungen. Anspielungen. Da kannst du Makro rausmachen. Du mit deinen Makros. Ja, aus dem anderen ging das leider nicht mit den Emotes. Achtung! Imp und noch drei andere. Vier andere. Vier? Ja, drei. Den Grubenkrabbler lasse ich schlafen. Vier. Zwei Skelette, ein Grubenkrabbler. Oder eine Gruftmilbe. Die Milbe pennen. Achso, das schlafen nicht. Oh, ist das ätzend, wenn die alle wegrennen, ey. Aber warte, ich geh mal auf den Krieger erstmal. Ja, ohne Kack, geht mal direkt auf die Skelettkrieger, die sind one-hit für euch. Der Imp ist down. Ah, ich bin down. Also, down. Jetzt. Ja, die Milbe genauso. Oh Mann, die fällt ja um, wenn ich die anschaue. Dann nehmen wir jetzt direkt auf die anderen, danach auf den Imp.
Weil der Imp ist sowieso nicht so wichtig. Hier geht er sowieso erst auf den Boss. Wie unser Limitrausch eigentlich fast schon wieder voll ist. Das stimmt. Ne, hier geht er sowieso erst auf den Boss, wenn alle anderen. Oh, zurück, zurück, raus, raus. Tomahawk. Boah, okay. Der war cool. Wir müssen rauslaufen, ey. Da braucht man ja Movement. Auf der E3 haben wir auch so einen Mega-Boss-Kampf gemacht. Okay. Und da waren auf einmal alle tot. Weil da halt irgendwann nicht unterbrochen wurde. Ja, geil. Danke fürs Mut machen. Ach du Scheiße. Okay. Milbe! Direkt auf die Skelettkrieger und alle anderen Viecher, nicht auf die. Warte, auf den geh meine Mitte und mach mal so. Ich höre gut zu, wie ihr seht. Es sind zwei Imps übrigens jetzt, ne? Ja, schon gesehen. Die sind auch dezent an den Strahlen. Du meinst diese dicken lila Neonstrahlen? Hä, welche Strahlen denn? Wovor redest du? Ich weiß gar nicht, was der meint. Ich sehe vor den Strahlen die Strahlen nicht. Manu, solltest vielleicht den Boss von uns weghalten. Das wäre cool, Manu. Ich würde da mit drauf fahren, geht mal da raus. Ja, da wäre jetzt. Das wär, geh mal da raus, wäre jetzt gar nicht da, wärst du gar nicht bei uns gestanden. Ja, egal, der Typ stirbt jetzt und dann. Oh, oh, der macht irgendwas. Ich mach gleich nochmal Limitrausch rein. Sollen wir den zweiten noch voll machen? Mach hier Mega-Effekt. Angriff. Nee, nee. Okay. Piu, piu. Geil, ist bald down. Ich mach mal einen Dot drauf. The Blitz. Toller Knechte Großkönig. Weg. Komm, Knechte weg. Verknechte. Knechte. Full Damage auf Boss. Und down. Ja. Yeah. Ja, ich reiß die Arme hoch in die Luft. Cthulhu ist tot. Und tanz. Boah, hat der einen Stab fallen lassen für mich? Kann ich den? Nein, er brennt mit weg. Nein. Oh. Oh. Und die Frisur wollte ich auch haben. Guck, ich böse, ich guck. Wenn er schaut, erst so. Oh. Yay. Ja, genau, erst gucken die Böse, ne, die Leute. Ja, die überlegen. Darf ich mich jetzt freuen? Nur weil einer tot ist? Schatz, Schatz, Schatz. Schatz, oh. Schatz, Schatz, Krieger. Für mich, Bedarf, 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 Bedarf. Okay, dann passe ich. Beutegut, haben wir auch noch was. Vollstreckerbeinlinge. Achso, das waren die, oder? Ja. Ja, das waren die, sonst wäre es jetzt nicht gerade weggegangen. Anliegen. Ich habe neue Hosen bekommen, sie sind grün. Zurückkehren. Okay, dann machen wir es noch sechsmal. So. Hintereinander. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Weiß ich nicht. Okay. Guck mal nach. Ein paar Minuten so. Soll ich nach? Oder ja, guck mal kurz nach. Okay, dann guck ich kurz nach. Bis gleich. Und wenn wir weit genug sind, dann heißt es schon Tschüss und beim nächsten Mal Tschüss Playlist und so. Aber wir schauen mal.